Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, da sind wir wieder hier zurück im Multiplay-Projekt zusammen mit Shelly. Hi! Ja, sie ist immer ein bisschen eifrig, sie kann nur diese eine Sekunde nicht abwarten. So haben wir immer einen kleinen Kopplung mit drin, aber nicht so wild. Ja genau, nicht so schlimm. Genau, wir üben das und irgendwann kriegen wir es perfekt hin und dann haben wir den Sound auch so, dass ihr kein Heil mehr drin habt. Und wir uns gegenseitig ausreden lassen, aber ist halt in echt auch so, wir lassen uns eigentlich nie ausreden, von daher... Ganz neue Erfahrung hier. Ja, was machen wir? Also ich werde sehen, dass ich sie in den letzten 3-4 Bahnen Häcksel, also Mais hier, abgefahren kriege, noch vor 12 Uhr. Wenn die Geräte alle wieder zurückgebe, die gemieteten, unseren Silagehaufen zudeck. Das ist auch ganz gut, da haben wir zumindest noch die halbe Nacht, wo das vor sich hingehen kann. Auf seinem friesischen Marsch ist es ja so, da sind die Silagebunker, die brauchen ziemlich lange, bis das Ganze gegoren ist. Das ist ja auch in echt so, ist nicht von wegen zugedeckt, zack, fertig. Und das muss einfach ein paar Wochen vor sich hingären. Deswegen ist die Gärzeit auf der nordfriesischen Marsch auch angepasst, die dauert deutlich länger. Und hier, glaube ich, ist es ziemlich schnell. Also ich glaube, dass wir tatsächlich schon am nächsten Tag damit durch sind. Und wenn wir eine Förderkette mit Förderbändern aufbauen, die für uns den ganzen Tag die Silage aus dem Bunker rausholen und direkt in die Biogasanlage verkaufen. Irgendwie so machen wir das. Vielleicht müssen wir noch einen kleinen Preischeck machen. Und man kriegt ja auch Geld für seine Silage irgendwo. ...360 BGA, das ist unsere, und bei der Scheune bringt 276. Ich habe mal gehört, durch einen Bug in 1.2 steht da ein höherer Wert, aber man kriegt nur 200 pro. Würde heißen, es wäre für uns sinnvoller, eine Silage komplett an die Scheune zu verkaufen, als in die Biogasanlage. Aber die Fahrerei möchte ich mir ehrlich gesagt nicht antun. Also verkaufen wir es doch mit Förderbändern direkt in die Biogasanlage. Was macht Shelly Schönes? Ich sammle hier den Mist von den Schafen weg. So, du kümmerst dich tatsächlich gut um die Tiere. Hä? Das hier heißt hier tatsächlich. Ich dachte, das hast du gestern nur so gesagt. Nein. In der Folge gestern. Nein. Meinte sie ernst? Natürlich meinte ich das ernst. Ja, ich meine, natürlich hat das einen Grund, warum wir selber keine Haustiere haben. Aber auch nur, weil wir keine Lust haben, die Haare überall verstreut zu haben. Ja, und... auch nicht bei Regen rausgehen. Aber was war mit der Babykatze? Nein, trotzdem nicht. Manchmal muss man auch hart bleiben. Wir haben da gar keine Zeit für. Und noch draußen leben. Lohnt sich bei den Nachbarn durch. Nur die haben fast, naja, die ganzen Nachbarn haben fast nur Hunde. Ist irgendwie auch ungünstig. Lebt die Katze gefährlich. Wohl auch sehr cool. Heute war ich mit dem Kleinen zu Besuch bei Freunden und die haben einen Hof. Da haben die Pferde und der Hof nebenan, der hat Kühe. Haben wir erstmal Minikälber geguckt und so. Das war natürlich echt cool. Mal in echt zu sehen. Mit ganz vielen Trackern und ja. Aber es war schon gesagt, das waren No-Name-Traktoren. Ja. Das war kein Deutz oder Fendt oder ähnliches. Schade. Das war No Name. Bist du, denn mitgefahren? Nee, da waren gerade keine. Wir haben nur die Kälber geguckt. Okay. Hättest du mal einen Livestream machen können vom Hof? Live-Kälber, Livestream. Ja, vielleicht ergibt sich mal was, aber ich denke nicht. So, 11:30, Termindruck haben wir, Leute. Der Häcksler muss weiter, ansonsten zahlt er, müssen wir nochmal volle Gebühr bezahlen. Ungünstig, wir brauchen das Geld für die Förderbänder. Wir brauchen ja mindestens 3. Du hast dir unseren Haufen noch gar nicht angeguckt. Welchen Haufen?
ruhigen Haufen. Ich finde es nicht so schön, dass du mir von Haufen erzählst. Aber ich mache hier einen großen Haufen. Das finde ich auch nicht so schön. Kannst du ein bisschen rum? Auf meiner Bildersanlage. Mein Gedenk. Ich lasse jetzt meine Arbeit stehen und guck mal tatsächlich, was du hier machst. Bist du denn? Ich will die Taschenlampe an. Mach das denn mit F? Oh ja. Was ist denn hier passiert? Was ist das hier denn alles? Das ist mein Haufen. Ja, cool. Hallo, und was treibst du denn jetzt hier? Warum? So spät. Ja, weil der Anhänger hinten am Zaun ein bisschen festklebt. So, beschreibt. Wollte nämlich direkt wieder zurückfahren und mich den Haufen ein bisschen verdichte. Okay. Ja, das stimmt. Das ist gut? Mhm. Weil wir jetzt hier schon 700.000 Liter Silage drin haben. Wie viel? 700.000 Liter. Wie viel? Du überlegst, pro 1000 Liter gibt das 300. Wären also. Roundabout? Ja, 210.000. Euro. Mhm. Nett. Aber dafür habe ich auch schon eine Menge getan, auf jeden Fall. Das ist ja hier. Bisher das Einzige, was ich in dem Projekt eigentlich geschafft habe. Einmal dieses Feld geerntet am Anfang. Und dann haben wir das ja auch gekobert, also diese Tiefenlager ran. Dann haben wir das Mais angepflanzt, dann haben wir ein paar Bäume gefällt und jetzt können wir Mais ernten. Damit sind wir gleich durch. Dann müssen wir den Haufen noch ein bisschen verdichten, zudecken. Dann kann der Haufen da für sich hingehren. Und dann wird er, wie gesagt, mit Förderbändern, das stellen wir uns dann passend schon hin. Bereiten wir vor in der Zwischenzeit und dann kommt endlich ein bisschen Geld rein. Vielleicht für ein Stück weiteres Stück Land oder so, müssen wir mal gucken, was wir mit dem Geld dann anfangen. Ich möchte auch gerne noch wieder ein paar Missionen nebenbei machen. Aber wie gesagt, der Termindruck vom Häcksler zwingt uns jetzt aktuell erstmal dieses durchzuziehen und sich danach wieder um andere Sachen zu kümmern. Ich kann jetzt mal zu trinken. Ich glaube, in der nächsten Folge müssen wir eine kurze Pause machen. Trinkpause. Das ist ja dann eher eine Spielpause. Eine Pause vom Spielen. Oh, der Flug steht falsch rum. Oh, also dieser Tiefengruppe, Dings, Gerät, gelbes Teil. Und diese Halle ist auch irgendwie blöd. Ich brauche eine Durchfahrhalle. Stell ich hier mal alles so schön in meine Halle rein, aber ja. Irgendwie ist das auch nicht so. Auch gar nicht beleuchtet, das ist auch nicht so schön. Ja. Sowieso nicht so schön, Leute, wir wissen es. Das ist auch auf jeden Fall die letzte Folge hier im Dunkeln. Sobald die letzten, also zwei Bahnen Mais sind das jetzt ja gar noch. Ganz viel Pech sind es drei, aber zwei müssen auf jeden Fall noch eingefahren werden. Wir sind gleich oben angekommen in Wendelbergen, dann sehen wir schon, glaube ich, tatsächlich noch drei hier oben. Unten glaube ich fast weniger, weil das ein bisschen schmal zulaufend ist, das Feld. Aber egal, weiß man nicht. Also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall spuren. Und ganz dunkel ist die Nacht ja auch hier in LSE nicht. Ne? Also ich finde, das ist noch ganz schön hell eigentlich, wenn man so will, dass es Nacht ist. Geht die Sonne praktisch fast gar nicht unter. Wir haben auch mittlerweile den kürzesten Tag gehabt, liebe Leute. Denn die Tage werden wieder länger. Das ist für uns im Norden auch ganz wichtig, weil wir ja, wie gesagt, ziemlich weit im Norden sind und dementsprechend sind unsere Tage hier natürlich auch deutlich kürzer. Dafür haben wir natürlich im Sommer den Vorteil, dass unsere Tage deutlich länger sind als ja, bei euch süddeutschen Kollegen, die hier reinschalten oder auch die Mitteldeutschen. Eigentlich alles, was südlich von Hamburg ist. Das sind immer nur ein paar Minuten, aber das summiert sich dann doch. Morgens ein paar Minuten, abends ein paar Minuten. Und schon ist es eine Viertelstunde oder so, oder 20 Minuten. Und umso weiter man kommt in den Norden, im Winter gibt es ja gar keine Sonne. Dafür gibt es andersrum im Sommer fast gar keine Dunkelheit im Norden. Wer hat's gewusst? Wer hat's nicht gewusst? Schreibt es mal gerne rein. Bestimmt irgendjemanden, für den was Neues. Und viele andere, oder einige haben es bestimmt auch schon mal erlebt. Ne? War schon mal jemand im Sommer im
Schweden, Norwegen, keine Ahnung, irgendwo im richtig nördlichen Norden unterwegs. Ja, es ist den ganzen Tag hell, oder? Ich hab gerade erzählt. Ja, das war so eine Frage. Hm. Ist es. Da wird es gar nicht dunkel. Ich meine, bei uns, wir merken es ja auch im Sommer. Wenn man hier Richtung Norden guckt, sieht man es eigentlich fast immer hell. In den längsten Tagen im Sommer. Boah, und weißt du, was wir im Sommer richtig gut können? Da freue ich mich schon mega doll drauf. Mhm. Wenn wir unser Gartenprojekt auch endlich nutzen können. Das stimmt. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist natürlich dieses Jahr noch nicht wirklich gewesen. Bei dem Frühjahr dann wahrscheinlich auch mal sehen, dass wir ein paar schöne Büsche pflanzen, damit das dann im Sommer nachher auch schon ein bisschen begrünt ist. Oh ja, ich möchte das auch suchen, oder? Nee. Doch. Wir wollen ja Anti-Mücken-Pflanzen haben, die auch ein bisschen Mücken vertreiben. Ja. Das ist ja eine. Also willst du da sitzen mit Mücken? Nein, aber ich möchte auch nicht alles voll mit diesen Mücken pflanzen, weil die besonders schön sind, die nicht. Was sind denn welche das sind? Doch, das ist so ein Zitronengras oder sowas. Zitronenmelisse. Riecht doch auch gut. Es gab noch so anderes Zeugs. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwie einen Floristen oder sowas in den Zuschauern. Das wäre ja mega cool. Also ich hätte gerne was Schönes Buntes. Also so eine richtig schöne große Blüte. Sowas kann ich mir vorstellen. Am besten wäre es natürlich, wenn das dann zeitgleich auch so ein Anti-Mücken in sich drin hätte, das wäre optimal. Also fleischfressende Pflanzen zum Beispiel. Aber trotzdem hübsch. Das wäre super. Also vielleicht weiß ja einer von euch Bescheid und kann uns sogar schon Tipps geben. Jo. Das wäre cool. Ich bin mal gespannt, ob da jemand dabei ist, dessen Fachgebiet das ist. Oder eine. Ich weiß es. Bin gespannt. Und eh mal von den Zuschauern, wenn nicht selbst, hat bestimmt jemanden im näheren Verwandtenkreis, der ja. Hier wollen wir jetzt gleich einmal. Und Leute, ich lerne dazu. Also jetzt hier die Längsbahn und ich stelle den Helfer ein. Also. Ja. Hin und wieder mal. Oh, hat sie schön Vorgewände gemacht und jetzt lässt sie Helfer fahren. Ich habe jetzt schon wieder das Problem, dass ich einen Traktor brauche. Du brauchst mehr Traktoren. Kannst du ja auch nochmal die Mission angucken, ob du da irgendwas machen kannst. Ja, das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Ernten auf Feld 2. Wo ist denn Feld 2? Was du da ernten musst. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Das ist eine Rumfahrerei mit Erdfrüchten. Das kann man weit weg auch. Ja, genau. Das könnte man tatsächlich vielleicht machen, wenn der Verkaufspunkt direkt neben so einem Feld ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man Kartoffeln oder Zucker drin macht. Weil ansonsten ist man natürlich mit Abfahren nur noch beschäftigt. Und das macht auf Dauer natürlich auch nicht so viel Laune. Und was für uns definitiv Laune machen wird, jetzt ist die letzte Bahn. Das machen wir noch in der heutigen Folge, Leute. Eine Bahn nochmal zurück, dann haben wir den ganzen Mais eingefahren. Reicht es mir auch erstmal. Wir werden danach nicht wieder Mais anpflanzen, obwohl man natürlich sagen müsste, eigentlich müssten wir das für unsere Bioethanol machen. Aber. Nö. Ich hätte doch wieder meinen eigenen Düngestreuer nehmen können, ich Trottel. Aber nee, nee, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich mache ja Traktor. Aber vielleicht kann ich mit dem Geld, was ich dann verdiene, vielleicht sogar schon kein Traktor. Nee, nein, das wird wohl nix. Und bei mir steht die ganze Traktor nur ungenutzt rum, zwei Stück, glaube ich. Aus Mission oder ist es dein eigener? Ein eigener. Ja, ich habe mir aber einen großen Traktor hier fürs Maishäckseln geliehen, damit er ein bisschen mehr Power hat. Man kann sich auch Traktor leihen für eine Zeit lang. Mieten. Ja, leasen.
Apropos, hast du eigentlich schon Bock auf Silvester? Morgen, ne? Die sind, ja, jetzt hat es ja schon wieder soweit. Jahreswechsel steht an, die Leute. 2018 natürlich auch YouTube-technisch ereignisreich. Also ich habe auch, glaube ich, meine Abonnentenzahl verdoppelt. Dank euch. Vielen, vielen Dank natürlich für jeden, der dabei ist. Anfang 2018 haben wir eben die Folge oder den Livestream gehabt mit 10.000 Abonnenten, was ich schon eine mega krasse Marke fand. Und jetzt hängen wir schon bei 18.100 paar zerquetscht rum, stand jetzt. Das war mega. 10.000er. Ja. Das war echt. Und so werden wir wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr oder spätestens im Sommer 20.000er Marke hier auf dem Kanal knacken können mit eurer Hilfe. Vielen, vielen Dank für die krasse Unterstützung, für jeden, der ein Like da lässt und immer einen Kommentar da lässt und so weiter. Und das Video gelegentlich auch mal auf den anderen sozialen Netzwerken teilt. Das ist immer mega krasse Unterstützung. Von daher vielen, vielen Dank. Ja, und natürlich auch Shelly ist unter die kleinen YouTuber gegangen. Auch gar nicht mehr so klein, ne? Auch schon 1600 Fans, kann man sagen, Follower, Abonnenten. Da natürlich auch von mir vielen, vielen Dank. Und von mir natürlich auch großes Dankeschön. Also hoffen wir, dass es 2019 so weitergeht. Gesundheit und so weiter, aber das wird schon. Aufpassen, dass Silvester alles dran bleibt, ne? An Körperteilen, wenn man hier rumböllert. Ja, hammer nervig. Dass man irgendwie den ganzen Supermarkt leer gekauft. Fühlt hammer viel. Der stimmt gar nicht. Das sind irgendwie so 4, 5 von diesen großen Batterien, die man einmal anzündet und dann hat man vor 1,5 Minuten Feuerwerk. Also ich bin nicht mehr derjenige, in dem Alter, aus dem Alter bin ich raus, wo ich jetzt hier bördermäßig die ganze Zeit irgendwo hinwerfen muss. Also Peng, anzünden, Peng, anzünden, Peng. Früher ging es auch noch, da hat man ja auch noch geraucht, da hatte man sowieso immer eine Zigarette in der Hand und das kann man die Böller ja auch praktisch anzünden. Aber jetzt, wo man nicht mehr schmückt, ja, das war echt praktisch, ne? Rauchen und rumböllern, das passt irgendwie zusammen. Ja. Aber jetzt wird nur noch geböllert. Ne, jetzt wird nur noch Raketen gemacht. Ja, es ist ja trotzdem irgendwie böllern, ne? Yeah. Das finde ich. Das ist Feuerwerk. Das ist schon ein bisschen unterscheiden. Ich finde auch, das geht so nicht. Oh nein! Oh Mann, wie blöd bin ich denn? Was macht sie denn? Gott. Oh Mann. Ehrlich. Blöd einfach nur. Morgen. Hast du verbockt? Oh, die Folge. Ja, nicht. Mir ist das viel zu unangenehm. Sollen wir die Folge wieder beenden schnell? Oder? Ja, ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Ja, so eine schöne Mission angenommen. Hast du jetzt das Falsche in der Spritze oder hast du nichts in der Spritze? Das bleiben wir überlassen. Liebe Zuschauer, guckt mal gerne rein bei ihr. Und wir gucken ja auch bei beiden. So, mein Silo ist verdichtet. Die ganze Zeit. So, liebe Leute, mein Haufen ist verdichtet. Also wir geben den mal ab. Geben noch anderes. Ein Helfer drin, deswegen können wir scheinbar nicht abgeben. Ich bin den ganzen hingefahren. Nächster Versuch. Nochmal hier. Obwohl das. Vielleicht ist das ganz interessant in der nächsten Folge. So. Nächste Folge schon im neuen Jahr. Richtig? Oh, yes! Am Dienstag, am Neujahrstag. Da schauen auch die meisten Leute wahrscheinlich noch, wenn die zweiwöchige Folge veröffentlicht wird. Aber könnt ihr natürlich dann später im Frühstück angucken. Nach dem Frühstück. So, genau, den Deutsch müssen wir auch noch zurückgeben. Wie sieht das jetzt aus bei dir? Können wir jetzt für dich gleich spulen? Ja, also mir ist das egal. Ich hab gerade nichts. Also nichts, was hier relevant wäre, sozusagen. Du machst also nur nicht relevante Sachen? Ja, für Spulen nicht relevant.
Glaube ich zumindest. Okay. Aber Mineraldünger müsste doch passen. Wenn da nichts anderes drin ist. Da ist nichts drin, noch nur. Mineraldünger passt ja nicht da rein. Muss hier Flüssigzeugs rein. Brauchst du wieder Paletten? Komm. Ach. Pflanzenschutz, Mineraldünger kombiniert mit dem Düngerstreuer. Okay. Ich kaufe da noch ein bisschen Dünger, ne? Dann kauf mal noch ein paar Paletten. Vielleicht solltest du ja auch diese platzierbaren Hofsilos einfach hinstellen. Da kann man ein Hoftier kaufen. Ja, die sind praktisch, ne? Kosten natürlich. Ja, ich habe erstmal kein Geld. Ich muss erstmal einen Traktor. Ich muss erstmal jetzt arbeiten für einen Traktor. So, wir sind unsere beiden Mietfahrzeuge jetzt wieder los geworden. Oh Mann. Also uns den Silohaufen noch zudecken. Dann müssen wir eigentlich auch demnächst mal den Tiefenlogger losschicken. Weil einiges zum Loggern da auf dem Feld. Das dauert ja auch Jahre. Erstmal den Silohaufen zudecken. Das war zugedeckt. Oh, hier vorne ist ein bisschen was rausgefallen. Das ist schade. Da wirklich was raus? Da ist es nicht weit genug drinne. Genau, und so machen wir das, Leute. Ich würde mal sagen, wir spulen mal vor. Wir haben euch ja versprochen, wieder helle Folgen ab Neujahrstag. Dann spulen wir jetzt kurz mal 60. Holen mal den Tiefenlockerer. Setzen das hier schon mal auf dem Feld an. Dann kaufen wir uns gut mit. Wieso habe ich. Zurückgegeben? Hier steht minus 13.000 Mietkosten Fahrzeuge, aber das muss ja irgendwie aus der letzten Stunde sein, das ist komisch. Mega teuer. Ja, aber das ist jetzt nicht komplett abgezogen worden, weil ich hatte gerade eben mal die 96.000, jetzt habe ich 93.000. Nur mal die Summierung, glaube ich, von Kosten aus der letzten Stunde. Genau. Die 700er brauchen wir. Uns Förderbänder kaufen. Aber ich glaube, dann müssen wir in der nächsten Folge weitermachen, oder? Ja, aber gleich ist es auch. Nö, wir kommen tatsächlich jetzt mal, wenn man so oft überguckt. Wir haben schon wieder ein bisschen über die Zeit. Verzeiht es uns. Ich glaube auch tatsächlich, meine letzte Folge heute wird ein bisschen länger. Also heute ist irgendwie Tag der überlangen Folgen. Auch die jetzt hier schon wieder, weil 20 Minuten genau jetzt lang. Aber ist ja auch Sonntag. Schief, ne? Dann habt ihr hoffentlich alle Zeit. Ja, ganz so schlimm. Ja. Wer schlimm findet, schreibt gerne in die Kommentare. Wer es nicht schlimm findet auch. Wir danken fürs Zuschauen. Hoffen, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wünschen euch natürlich von diesem Projekt aus schon mal, denn da gibt es erst die nächste Folge im Neujahr. Ein schönes Silvesterparty. Passt auf euch auf. Kommt gut rein und kommt vor allen Dingen heil rein. Bis dann. Vielen, vielen Dank. Und von mir. Tschüss. Guten Abend. Tschüss.